Cristiano Ronaldo könnte durch einen Tausch zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain nächste Saison das Pariser Trikot tragen. Soweit die Behauptungen. Wir gucken uns das Ganze mal näher an und versuchen herauszufinden, ob da was dran ist. Könnte es wirklich zum The Last Dance von Ronaldo und Messi kommen? Falls dir Videos wie solche gefallen und du in Zukunft keine mehr davon verpassen möchtest, abonniere jetzt gerne den Kanal und los geht's. In einem Artikel der britischen Zeitung Mirror berichtet John Richardson darüber, dass es zu einem unglaublichen Tauschgeschäft zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain kommen könnte. Er schreibt in seinem Artikel, dass Paris Saint-Germain immer zuversichtlicher wird, den mittlerweile 37-jährigen Portugiesen zu verpflichten. Der Grund dafür sei, dass CR7 in Manchester frustriert ist, dass der Verein keine Fortschritte macht. Die letzte Chance auf einen Titel diese Saison haben United und Ronaldo mit der Niederlage im FA Cup gegen den Zweitligisten Middlesbrough wahrscheinlich verspielt. Paris ist schon seit längerer Zeit hinter Ronaldo her. Im Vorstand von PSG wächst nun wohl die Zustimmung, Mauricio Pochettino zur nächsten Saison mit Zinedine Zidane zu ersetzen, wenn Pochettino nicht die Königsklasse gewinnen sollte. Und das würde Manchester United zugutekommen, da Pochettino auf der Wunschliste steht, wenn Ralf Rangnicks Vertrag als Cheftrainer zum Ende der Saison abläuft. Sir Alex Ferguson ist wohl überzeugt davon, dass Pochettino die Stimmung in der Kabine wieder aufgebaut kriegt und der Verein so an die glorreiche Zeit wieder anknüpfen kann. Ronaldo habe seinem Agenten Jorge Mendes erklärt, dass er bereit sei, den Vertrag bei Manchester United, welcher bis 2023 datiert ist, vorzeitig aufzulösen. So viel zu dem Artikel, der in der britischen Zeitung Mirror Platz gefunden hat. Wir denken, die Quelle ist zwar nicht absolut vertrauenswürdig, allerdings ist die aufgestellte Theorie dahinter durchaus sinnvoll. Wenn wir davon ausgehen, dass Ronaldo zusammen mit Manchester United die Champions League Plätze verpasst und in der Königsklasse selbst sang- und klanglos ausscheidet, kann man davon ausgehen, dass der Portugiese die Red Devils verlässt. Denn das letzte Mal, als Cristiano nicht für die Champions League qualifiziert war, ist zu seinen Zeiten bei Sporting Lissabon. Es wäre für ihn ein herber Rückschlag in seiner Karriere, als einer der besten Spieler, die jemals auf dem Rasen standen, eine Saison lang nicht an der Königsklasse teilzunehmen. Letztendlich hat er mit seinen 37 Jahren nicht mehr unzählige Saisons vor sich. Heißt, erreicht United nicht die Champions League, wechselt Ronaldo wahrscheinlich den Verein. Und naja, wenn es soweit kommt, gibt es da nicht so viele Möglichkeiten. Ein Comeback bei Real Madrid erscheint unrealistisch, da er Real damals verlassen hat, weil er mit ihnen schon alles gewonnen hat. Außerdem gilt der ablösefreie Wechsel von Kylian Mbappé zu den Königlichen am Ende der Saison als äußerst wahrscheinlich. Mit einem Wechsel zu City würde Ronaldo sein Standing bei den United-Anhängern verspielen. Will CR7 die nächsten Jahre weiterhin um die Champions League spielen, bleibt ihm noch Paris Saint-Germain. Da verlässt zum einen wahrscheinlich Mbappé den Verein am Ende der Saison. Somit wird der Platz für einen neuen Mittelstürmer und zufälligerweise eine neue Nummer 7 frei. In der Ligue 1 gäbe es außerdem nicht mehr die Intensität der Premier League und Ronaldo könnte trotz seines fortgeschrittenen Alters besser durch die Saison kommen. Wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass Zinedine Zidane nächste Saison bei Paris als Cheftrainer gehandelt wird, erscheint ein Wechsel von CR7 nochmal umso wahrscheinlicher. Was denkt ihr darüber? Trägt Ronaldo nächste Saison das gleiche Trikot wie Lionel Messi? Gibt es den von Fußballfans lang ersehnten The Last Dance? Aber Vorsicht! Bei den Wechselgerüchten zwischen den Vereinen ist es wichtig, den Namen ManU nicht als Abkürzung für Manchester United zu benutzen. Dieser Name beruht nämlich auf einer grauenvollen Geschichte. Wenn dich interessiert, was genau dahinter steckt, schau dir das hier links verlinkte Video an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao!